Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde EAFC 25. Ja, und heute haben wir unser erstes, heißen das nochmal, Champions League Spiel. Und ich würde sagen, legen hier auch direkt los mit dem Spiel. Genau. Let's go! Völlig klar, auf wen heute alle Kameras gerichtet sind. Er hat ja wirklich alles getroffen im letzten Spiel. Wir zeigen es Ihnen live. Ja. Sorry, macht doch die Musik noch lauter. Liebe Fußballfans, wir melden uns live aus dem Stadion. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Für euch am Mikrofon Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte freuen uns sehr auf diese Partie. Wir freuen uns auf. Und Vorsicht, jetzt die Chance. Und das ist die Startaufstellung von Bayern München. Serge Gnabry steht mit Tisley Coman auf dem Flügel. Das sieht gut aus, für einen leichten Schuss. Bam. Und 1-0, das ist der Traumstart, den sie haben wollen. Dün, dün, dün. Ich muss kurz was trinken, Leute. Das Tor. So. War ein geiles Tor, Alter, muss ich sagen. Oder ist ein geiles Tor. Erstes Tor in. Nee, Tor 4 und Tor 4. So, kann Dynamo Zagreb sich jetzt hier berappeln nach diesem Rückstand? Das könnte eine super Chance werden. Jetzt ausgefaustet, alles wieder gut. Energisch stark den Ball geholt. Und jetzt haben sie diese Chance. Bam, Alter, wieder in das rechte Eckendings. Habt ihr gerade das gesehen? Die Toranimation da oben? Was ist das so? Merkt, dass das EAFC 5 ist. Die haben ja anscheinend einiges umgeändert. Aber geil, zwei Tore. Und jetzt eigentlich schon die ganze Abwehr überspielt. Nein, Pfosten. Ja, das ist abgewehrt. Ball ist weg. Ja, er hat alle Möglichkeiten, weil sich immer für die alle. Sehr gut. Hackel. So hoch der Ball gewinnt. Vielleicht wird es gleich gefährlich. Hat sich durchgesetzt, gefährlich. Er versucht, macht er den. Wahnsinn, die sind auch noch effizient. Das ist der Dreierpack. 1-0, wie schmeckt. So ist das Tor gefallen. Sind wir hier, setzt sich richtig gut durch. Und dann genau die Lücke getroffen mit diesem ziemlich harten Schuss. Sieht sofort, da gibt es keine Chance, irgendwie noch anzukommen. Spielen sie nicht gut genug, Ball ist weg. Das könnte eine Riesenchance werden. Junge. Oh, ich habe jemanden verletzt. Ist es jetzt ein Schaulauf? 4 Tore in Front. Let's go. 4-0. Wir gucken auf die Wiederholung und diese Überzahlsituation. Ja, der Treffer ist da natürlich nicht mehr geil zu verhindern. Die einen gehen langsam unter, die anderen feiern ihr Schützenfest. 4-0 und weiter geht's. Da haben sie die Abwehr überspielt. Und sie hauen noch einen oben drauf. Es läuft und läuft und läuft. Mhm. Das schmeckt. Boah. Es steht also 5-0. Die sind heute überragend drauf. Und weiter geht's. Und das sieht jetzt gefährlich aus. Und sie machen die Kiste. Sechs Tore. Es ist wirklich ein großer Vorteil, jemanden im Team zu haben, der in solchen Situationen im Prinzip immer cool bleibt. Der Abschluss richtig gut. Und alle überspielt. Was für eine Chance. Oh, da ist
das Ding! Junge. Im Tor komplett auf sich eingestellt und keine Chance, da irgendwie noch retten einzugreifen. Das machen sie dann am Ende. Ganz souverän. Bam! Das Ding. Wir haben ein Tor in einem anderen Spiel. Schnell ab ins Studio. Das erste Tor ist gefallen für Liverpool. Dominik Soboschlai ist der Torschütze. Das könnte eine super Chance werden. Und das Tor! Junge, okay. Ich muss gar nichts machen, außer da reinlaufen. Bleib mal jetzt ein bisschen stehen. Da muss man die kurze Scheide leider unterbrechen. Liverpool hat hier zugeschlagen und damit steht es jetzt 1:1. Das ist Coman. Und dann ein vorbei, das sieht nach einer Gelegenheit aus. Digga. Und fast. Bisschen mehr Glück und der ist drin. Was für ein fantastischer Volley-Versuch. Da hat fast alles gestimmt. Das stimmt allerdings. Das ist ein gefährlicher Ball. Oh, das ist eine dicke Chance. Bam. So, der ist auch wieder drin. Also es war eh schon deutlich, jetzt wird es langsam eine Vorführung. Die Wiederholung sehen wir, das Tor entstanden ist, setzt sich da hervorragend durch. Und dann dieser harte Schuss zieht einfach ab. Drin ist er. Let's go. So, wir haben einen Treffer bei Real Madrid, ab ins Studio. Hier ist das erste Tor gefallen für den VfB. Und da ist er völlig frei durch. Was macht er draus? Ah, und da war so viel mehr drin. Jetzt die Riesenchance. Das ist eine Glanzparade. So, und jetzt überschlägt sich's hier. Wir mussten die Studioschalte unterbrechen. Der VfB Stuttgart hat's getroffen. Und damit führen sie jetzt 1:0. Ja, sie stellen hier sehr gut zu. Oh, so hoch der Ball. Vielleicht wird's gleich gefährlich. Flanke auf der kurzen Pfosten. Ja, der sah so gut aus. Mhm. Aber am Ende kein Problem für den Keeper dieser Ball. Gesetztes Tackling, die Balleroberung. Und was für eine Gelegenheit jetzt. Das Tor! Let's go! Er macht nur Tore. So, und dann geht's weiter. Was für eine erste Hälfte. Bei denen funktioniert heute wirklich quasi alles. Perfekt verteidigt. Nah am eigenen Tor. Ah, das ist. Ja, das hätte er schon auch gelb sehen können, aber Schiedsrichter sagt, ich hole ihn mir nur mal. Das ist eine dicke Chance. Und wie stark fischt er den noch aus? Jetzt will das Spiel nicht mehr. Leute, kurz warten. Und dann der Ballverlust. Oh, das sieht nach einer dicken Chance aus. Digga, die schießen ja alle ins Nichts. Den Ball aus kurzer Entfernung knapp daneben. Die schießen alle immer ins Nichts, das ist doch kacke. Okay, ich muss wieder Alleingänge machen, dann schieße ich in die Hilfe welche. Oh ja, das war ein guter Ballgewinn. Ah, Mist. Es sind also 2 Minuten Nachspielzeit. Da ist Platz auf außen. Ja, Ansatz war gut, aber dann verlieren sie hier den Ball. Okay.
So, da haben wir den Pfiff. Der erste Durchgang ist. Nur einfach 10 Tore von mir. Seit wann gibt's das denn? Das war nicht. Setz den Ball aus kurzer Entfernung knapp daneben. Ah, das ist so ein. Das sind hier so die Tore. Letztes Tackling, die Balleroberung. Also, wenn du in dieser Situation, wir sehen es dann auch mal in der Wiederholung. Und was eine Gelegenheit jetzt. Hey, okay, interessant. Jetzt rollt hier der Ball wieder. Wir gehen rein in Durchgang 2. Unwiderstehlich von Manizu. Und das Tor! Gucken wir nochmal zusammen auf dieses Tor. Setzt sich hier richtig schön durch. Und dann dieser harte Schuss, ja, perfekt. Zieht einfach ab. Komm, ein Tor mache ich noch und dann muss ich nämlich Pause machen, weil ich kann nämlich nicht mehr spielen. Guter Pass, das könnte was werden. Das könnte eine super Chance werden. Ball ist nicht im Tor. Ja gut, Leute, ich mache jetzt trotzdem auswechseln. Aus der Distanz, da hätten sie eigentlich mehr drauf. So, Ball ist weg, also neu fokussieren. So, jetzt schauen wir ganz genau hin. Ja, und am ersten gut vorbei, aber am zweiten ist dann entschieden. Das könnte eine Riesenchance werden. Jetzt aber. Ja, dann machen sie das Tor. 12-0, let's go. Man kann ich jetzt hier nicht spulen? Ah, jetzt. Spulen. Hier nochmal die Wiederholung dieses Tores und wir. Ja, 12-0, ne? Schmeckt. Kane hat noch eine gelbe gekriegt, warum auch immer. Okay, let's go. Bam. Von Mangelverfleckung. Okay. Lies über dein Lieblingsprofil. Dingens. Ach, Profi. Neue Agenturnachricht. Diese scheiß Nachricht kriegt man auch jedes Mal. Leute, ich würde auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Samno. Ciao, ciao. Auch wenn uns gerade 7 Stunden trennen, ich würde 1000 Kilometer auf mich nehmen. Durch die Tiefsee würde ich tauchen und den höchsten Berg erklimmen. Würden Marathon laufen. Nur heute Nacht in deinen Armen zu pennen. Oh, oh, oh. In deinen Armen zu pennen. Durch oh, oh, oh. Die Tiefsee würde ich tauchen und den höchsten Berg erklimmen. Für'n Marathon laufen, nur heute Nacht in deinen Armen zu pennen.